Hallo YouTube, so, heute werde ich euch zeigen, was ihr in 1000 anderen Videos aussehen werdet und etwas, was ihr nicht 1000 Mal an Videos sehen werdet. Und zwar könnt ihr öffentlich gehen, Spiel suchen und dann auch die Sucheinstellung verändern. Dann könnt ihr hier eben die beliebigen Dinge einstellen, hier eben das für schwache Verbindung hier, lol. Oder eben beste, normal, beliebig, ihr kennt das ja. Wenn ihr die S-Taste gedrückt habt, eben hier untersucht Dinge, dann könnt ihr solche sucht die besten Verbindungen. Ich bin das jetzt mal, werde das dann ausprobieren. Ich habe jetzt meistens am Anfang normal gehabt, jetzt habe ich die beste drin gehabt, wo es da wirklich die besten waren. Könnt ihr mal ausprobieren, eventuell bringt es etwas. Viele haben darüber ein Video auf YouTube gemacht gehabt, dass es eigentlich funktionieren sollte. Ich bin ja etwas skeptisch, aber ich wollte es nochmal erklären und nebenbei noch etwas anderes erklären. Und zwar in den Optionen könnt ihr, falls ihr seid euch überhaupt nicht sicher, ob jetzt das Spiel laggt oder ob es vielleicht an eurem PC liegt. Und zwar möchte ich euch hier heute zeigen, dass ihr hier unten die Bildwiederholungsanrate zeigen könnt. Das seht ihr oben rechts, das ist nicht vom Fraps jetzt, sondern das ist vom Spiel selber. Ihr seht also, hier läuft es mit 60 Bildern so circa eben rum. Und das könnt ihr dann selber auch noch ein bisschen rumfixen. Ich würde für jeden empfehlen, eigentlich die beiden auszuschalten, die Cut-Glättungen und Samplings, weil das ist ein Multiplayer. Es ist scheißegal, ob die Nase des Gegners nun gerundet ist, extra geglättet ist oder sonst etwas. Macht den Scheiß einfach aus. Es braucht einfach gar kein Mensch. Das Sichtfeld solltet ihr auch auf Maximum tun, sonst habt ihr, ja, dann seht ihr gar nichts mehr. Ragdoll bedeutet eigentlich, dass auch die Physik, also beziehungsweise dass die Leute so realistisch umfallen, ist auch eine Leistung. Ist doch scheißegal, wie ihr umfällt, ihr rennt doch direkt danach weiter. Und Schatten, je nachdem, wenn es euch gefällt, ich habe es auf Mittel, ich schaue ehrlich gesagt nicht drauf. Bei Bildsimulation könnt ihr die auch eben selber noch Hand anlegen und bestimmen, wie viel ist, aber ich würde es automatisch lassen. Maximal steht, da sind sie ja von 200. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Das war von der Grafik. Lustig finde ich hier noch beschrieben, eben, dass die Ligen, Ligaspiele, die ihr ja über hier über Ligaspiele nehmen könnt. Interessant ist, die Ligaspiele sind angeblich eben dezimierte Server. Das heißt, an sich eigentlich sollte da flüssiger laufen, aber dort wird auch der Lag-Kompensator ziemlich gut einsetzen und ich habe da auch Runden gespielt und ist derselbe Vorfall gewesen. Also im Klartext sind das meine Tipps so gewesen. Ich habe noch einen anderen Tipp von, den werde ich jetzt verlinken, wie man bei Steam mal was verändern kann, damit die Leistung eventuell besser wird. Das sind meine zwei Videos dazu. Mich stört es genauso wie euch. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks oder Fragen habt, unten in die Kommentare oder per PM. Freue mich immer darüber. Ja, dann sehen wir uns auf dem Schlachtfeld.